Ja, hallihallo und dann herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Secret of Evermore. Tut mir leid für die längere Pause, aber mein Super Nintendo hat sich strikt geweigert, sich capturen zu lassen nach dem Umzug. Warum? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Und wie ihr seht, wird der Marktplatz hier langsam leer, wo im letzten Part noch buntes Treiben herrschte. Hat schlicht und einfach den Grund, da will wohl nicht gehen hier, oder was? Hat den Grund, dass die Kundgebung angefangen hat, von der ja schon im letzten Part die Rede war. Ich konnte aber vorher noch eine neue Rüstung ergattern hier auf dem Marktplatz, einfach nur durch Tauschen. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Und zwar einen Granitpanzer, der uns auf 19 Abwehrpunkte hochbringt. Den Speer habe ich, glaube ich, noch ausgerüstet. Ja, genau. So. Dann gehen wir mal zu der Kundgebung. Und dann finden wir nämlich auch gleich unseren Hund wieder. Ja, der Gegner des Vollstreckers wird vom Heiligen Hund selbst ausgewählt. Ich ahne jetzt Böses. Na, ganz toll. Schön. Wir haben unseren Hund wieder gefunden. Und dafür kommen wir jetzt auch gleich in einen Arena-Kampf. Ich bin Erwin und du kommst mit mir. Ja, sehr schön. Ah ja, da hat einen komischen Humor, ja genau. Vigor ist also unser Gegner, der gleich kommen wird. Der Claudonius, der Berater des neuen Herrschers. Na, sehr schön. Ja, wir speichern auf alle Fälle mal. So. Auf jeden Fall durften wir jetzt hier irgendwie versagen. So, aber ich glaube... auf alle Fälle ein Geheimgang, ja, hier ist, was ich weiß. Genau. Diesen Geheimgang hatte ich gemeint. Na, da schnüffelt bloß, da liegt also nichts. So, da liegt so ein Topf. Und ich würde sagen, jetzt warten wir einfach mal, bis die Tür wieder aufgeht. Was eigentlich gleich passieren sollte, eigentlich. Ach, die ist schon offen, okay. Thank you.
Jo, jubelnde Menge. Verehrte Damen und Herren, in wenigen Sekunden ist es soweit. In wenigen Sekunden werden Sie Zeuge eines Kampfes um Leben und Tod. Aus dem fernen Pandoria kommt der Vollstrecker des Bösen, die Verkörperung der dunklen Macht, der begnadete Meister des Infernos, Vigor der Unzerstörbare. Na wunderbar. Schauen wir doch mal, ob der zu unzerstörbar ist, wie er tut. Shorty, der Versorger, na schönen Dank. Ist ja sehr nett. So, den hätten wir auf alle Fälle getroffen. Au! Mein Gott. Oh, oh, lauf, 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 lauf. Autsch, das hat er mir wohl übel genommen. Boah, der zieht aber auch ab, ne? Meine Fresse. Ich weiß gar nicht, wie viel der Punkte hat hier. Steht jetzt getroffen? Nee, ne? Fünf nur abgezogen. Nee, darf ich verarschen? Boah, ist der schnell. Wieder nur 5. Verdammt, ich erwisch den zu spät. Erwisch den zu spät! Wow. Au! Mist. Ich muss den erwischen, bevor er sich umdreht. Ah, daneben. Mein Wort, dreht er sich denn zur Seite, ey. Jetzt habe ich aber die Faxen dicke hier. Der zieht nicht viel ab.
Na bitte, jetzt haben wir ihn aber zweimal richtig getroffen. Jetzt habe ich ihn gar nicht getroffen. So, 61 haben wir dann abgezogen, ist besser wie nichts. Boah, ey, wie viel hat denn der? Gut. Das hat sich erledigt, glaube ich. 1000 Juwelen erhalten. Das ist sehr schön. Herzlichen Glückwunsch, na Dankeschön. Jawohl, und ein neues Schwert haben wir erhalten. Sehr schön, da habe ich drauf gewartet. Mit dem Schwert kämpfe ich wesentlich lieber als mit Speeren oder Äxten. Okay, was sollen also Juwelenaugen finden? Ja. Gut, dann hoffen wir mal, dass wir die Juwelenaugen finden, ne? Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich zu schnell weggedrückt. Ja, ja, komm schon. Wird fertig. Ja, genau. Aber bevor wir nach Kotzgrübel gehen, würde ich doch gerne... Was denn? Hühnerfutter. Ja, ganz toll. Ganz toll. Würde ich doch auf dem Marktplatz... Achso, nee, nee, halt. Jetzt machen wir erstmal was anderes. Und zwar... Einmal Telekinese. Genau, jetzt kommt nämlich Erwin der Barbar. Da will jetzt erstmal Seide von uns haben, glaube ich. So, und haut uns jetzt diesen Felsen hier sonst wohin. Und wo der Felsen dann gelandet ist, das zeige ich euch dann im nächsten Part, wenn wir zurückkehren nach Kotzgrübel. Ich werde jetzt erstmal allerdings offscreen auf dem Marktplatz noch ein wenig hin und her tauschen. Wir brauchen noch diverse Gegenstände, das zeige ich euch nicht im Let's Play, weil das ist eigentlich ziemlich langweilig. Und man findet auch im Internet Listen darüber, an welchen Stand man was eintauschen kann, also von daher muss ich euch das nicht unbedingt zeigen. Wir sehen uns dann außerhalb von Alilachema wieder, wenn ich mit allen Tauschen fertig bin. Was schnüffelst du denn hier so?
Nix. Ganz toll. Ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part. Und dann geht's ja mit der Story weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.